Ja, grüße Marcel. Also 10 Ampere EMF Charger Version wolltest du haben und ein Ladegerät für 750 mA Nickel-Metallhydrid Akkus und ich glaube 1,5 Ampere Stunden, ne? Sollte das sein. Das ist jetzt dieses hier, bedarf aber mal noch einer kleinen Erklärung von mir. Ne? Hier sind Magnete dran und wenn man das jetzt, ne, rot plus, schwarz minus, jawohl, und jetzt haben wir es gleich, dass es nämlich nicht startet. Na, nicht starten heißt, hier hinten die LED ist nicht an. Hier hinten ist eine LED dran, die muss an sein. Und dazu müssen wir jetzt anschwingen. Ne, dadurch wir hier nur mit 3 Volt, ach, jetzt schwingt er an. Jetzt schwingt er an, also wenn man ein bisschen hier vorne dran rum, dann schwingt er, jetzt schwingt er wieder nicht an. Ne, und wenn er nicht anschwingt, Finger nass machen, also anlecken, ne, mit dem angeleckten Finger hier an dieses Kabel halten und dann hier mal kurz drücken. Ne? Dann tut man nämlich hier den Schwingkreis anschwingen. Ja, und wenn er einmal schwingt, dann schwingt er. Dann lädt er ungefähr mit 110 Milliampere. Ne, habe ich gemessen. Und mit 110 Milliampere kannst du ja dann immer hochrechnen. Also dauert es ungefähr 6 Stunden, ehe so ein 700 Milliampere Stunden Akku voll ist. Und dementsprechend länger halt bei 1500 Milliampere Stunden oder 2 Ampere Stunden. So, ich wünsche dir viel Spaß damit. Hier vorne ist die Sicherung eingebaut. Ja, falls du mal hier einen fitten Akku verkehrt rum anschließen solltest, dann könnte es sein, dass die Sicherung hier kommt. Ist bei mir bisher noch nie passiert, irgendwie bei der Größe, aber sicher ist sicher. Okay, das war's dann auch schon mit der Erklärung. Viel Spaß damit.